Moin Moin, Lukas hier von Brooks Vermächtnis, und bevor es mit der neuen Folge losgeht und wir erfahren, was in Wittenberge so passiert, habe ich noch mal wieder eine kleine Ankündigung für euch. Und zwar wird Brooks Vermächtnis 3 Jahre alt. Im Oktober vor 3 Jahren ist Episode 1 erschienen, und das wollen wir feiern, indem wir etwas machen, was viele von euch sich schon sehr lange wünschen, und zwar spielen wir live. Wir werden einen Livestream machen und live ein Abenteuer spielen. Es gibt noch keinen Termin dafür, aber warum ich das schon ankündige, ist, dass dieses Abenteuer, das wir dort spielen, werden wir nicht vorbereiten, sondern ihr. Das Abenteuer kommt von euch, den Zuhörern. Wir wollen nämlich nichts Geringeres machen als das wohl wahrscheinlich abgefahrenste Experiment in der Pen-and-Paper-Geschichte. Jetzt, ich will nicht übertreiben, aber ich glaube, es kommt schon ziemlich nah ran, und zwar basiert dieses Abenteuer komplett auf euren Vorschlägen. Ja, das spielt also nicht im, es spielt zwar, es kann im Brooks Vermächtnis Kosmos starten, es ist aber keine Geschichte, die im Kanon sein wird. Und zwar wird es so sein, dass ihr uns ganz viele Vorschläge einreicht und ich gar nichts vorbereite und einfach live eure Vorschläge ziehe und daraus ein Abenteuer improvisieren muss. Ihr könnt vorschlagen, was ihr im Endeffekt wollt. Und dafür gibt es eine Google-Seite, auf der ihr eure Vorschläge hinterlassen könnt. Und zwar könnt ihr unterschiedliche Dinge vorschlagen. Ihr könnt Charaktere eintragen, ihr könnt Orte eintragen, ihr könnt Gegenstände eintragen. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Wendungen für Geschichten, also Ereignisse eintragen. Sowas wie der Oberbösewicht tritt auf den Plan oder eine Falltür im Boden löst aus oder solche Dinge. Also das Abenteuer kann komplett aus den Bahnen laufen, wenn ich dann plötzlich das flammende Schwert von bla 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 ziehe und das irgendwie einbauen muss. Aber wir haben da mega Lust drauf, und dieses Experiment zu machen. Und ja, gleichzeitig wird es dann ein cooler Geburtstags-Livestream. Und wir hoffen, dass ihr fleißig Vorschläge einreicht. Darum kündige ich das nämlich auch jetzt schon an. Die Umfrage, wo ihr Vorschläge einreichen könnt, so viele ihr wollt im Übrigen, ist schon live. Und ihr findet sie in unserem Tagebuch. Unter brooks-vermächtnis.de/Tagebuch wird es der neueste Eintrag sein, wo ihr den Link findet. Oder aber natürlich in den Shownotes. Das gibt's auf Spotify nicht. Aber wenn ihr einen anderen Podcatcher benutzt, um uns zu hören, dann findet ihr den Link auch in den Shownotes. Und wir freuen uns jetzt schon tierisch auf dieses Experiment, freuen uns, dass ihr live mit uns interagieren könnt, während wir dieses Abenteuer spielen. Der Plan steht noch nicht hundertprozentig, aber das kommt jetzt langsam in den nächsten Wochen. Und dann sind wir sehr gespannt auf dieses Experiment und ja, freuen uns sehr auf eure Vorschläge und sind super gespannt, wie das wird. Also, wir hoffen, ihr habt Bock drauf, wir hoffen, ihr reicht ordentlich was ein an Vorschlägen, und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Freude mit der nächsten Episode von Brooks Vermächtnis. Staffel 2, Episode 21, Mörderischer Schlafwandler. Es wird hell über dem kleinen Hügel im Dorfe Fichtenberg, und Sonnenlicht scheint durch die Fenster des alten Hotels, das sich darauf befindet. Hotel Tannenspitze, einst die Villa eines reichen englischen Ehepaars mit dem Nachnamen Brooks, liegt direkt an einem großen Wald. Und in genau diesem Wald fand Werner sich an genau diesem Morgen wieder, obwohl er sich eigentlich in einem Bett erwartet hätte. Wie ist er in den Wald gekommen? Warum hat er da geschlafen? Da geht doch was nicht mit rechten Dingen zu. Bei sich hat er einen schwarzen Umhang, der neben ihm im dreckigen Boden lag, als er erwachte. Er steigt die Treppe herauf zum Eingang des Hotels und öffnet die große Tür zum Eingangsbereich. Hallo? Ich gehe durch die Tür. Mhm. Ray, Amber, Julia. Du hörst Stimmen von weiter hinten, das hinten beim Gang. Ich weiß nicht, ob du noch mitbekommen hattest. Du hast, glaube ich, auch mitbekommen, wo der Speisesaal ist, ne? Also ja, da scheint auf jeden Fall Geräusche herzukommen. Ich glaube, ihr seid alle morgens in den Speiseraum zum Frühstücksbuffet gegangen, ne? Ja, Frühstück. Das genau. Ist gut. Na, dann gehe ich mal da auch hin. Mhm. Genau. Und da sitzen die drei und
Hinter dem sind halt irgendwie vier Tische, an denen man sitzen könnte. Ihr sitzt an einem etwas größeren Tisch und dahinter ist so ein kleines, ja, wie so ein kleiner Rollwagen, auf dem ein paar Frühstücksutensilien sind. Und Ray ist gerade sehr verwundert, also ihr seid auch noch nicht lange da. Ray ist gerade sehr verwundert, dass Werner noch nicht da ist, weil er nicht in seinem Zimmer war. Moin, moin, meine lieben Ladies. Sehr komisch, ich dachte, Werner wäre hier bei euch schon. Ich dachte, der wäre schon zum Frühstück gegangen. Der muss schon früher aufgestanden sein, der war nicht da. Vielleicht ist er dann rausgegangen oder so einen kleinen Morgenspaziergang. Runde Joggen. Ja, das würde hast du denn mitbekommen, als er aufgestanden ist? Weil ich habe geschlafen wie ein Stein in der Nacht. Es wurde letzte Nacht im Hotel eingebrochen. Nicht, dass ihm was passiert ist. Nee, davon habe ich auch nichts mitbekommen. Ich habe wirklich durchgeschlafen, endlich mal wieder. Es wurde eingebrochen? Wo denn? Und wurde was geklaut? Ja, und in dem Moment kommt Werner in die Tür. Oh. Und es ist außer euch gerade niemand in diesem Raum, aber es gibt eine Tür, die zur Küche führt und da ist auf jeden Fall jemand zugange. Hallo, ihr. Also, wie seid ihr? Ja, ihr wisst ja gar nicht, ihr glaubt ja gar nicht, was mir passiert ist. Mensch, Werner, da bist du ja. Ja. Warst du ein bisschen spazieren oder was? Ich hab dich gar nicht aufstehen hören heute Morgen. Das hab ich auch nicht gehört. Also, ich weiß auch nicht, ich kann mich gar nichts erinnern, aber ich bin eben aufgewacht da hinten in der Wiese zwischen den Bäumen. Und das hier lag neben mir. Ich weiß nicht, wie ich dahin gekommen bin. Ich zeig den Umhang. Also eigentlich schlafe ich nicht, wandel ich nicht Schlaf. Nachts. Da bin ich nicht der Typ für. Das ist mir unerklärlich. Wer ist denn da in der Küche? Gerade am rumrumpeln? Kann ich da... Ich gehe mal zur Tür und werfe einen Blick hinein. Mhm. Da ist eine Frau in der Küche und macht gerade Rührei. Mhm. Ich sage, guten Morgen, Sie müssen wahrscheinlich Frieda sein. Guten Morgen. Ja, genau, ich bin Frieda. Schön, Sie zu sehen. Haben Sie heute Morgen Ihren Mann schon gesehen? Ja, der ist schon ganz, ganz früh mit den ersten Sonnenstrahlen ist er zum Bürgermeister gegangen, um sich zu beschweren wegen den Vorkommnissen in der Nacht. Sie haben es ja mitbekommen. Ich verstehe. Alles klar, vielen Dank. Habe ich das gehört? Da war ich zu weit weg. Das ist jetzt in der Küche gewesen. Ja, nee, konntest wir du waren nicht hören. Zu weit weg. Ja. Ich gehe wieder zurück und sage, ich konnte jetzt hier nichts Neues herausfinden. Werner, wir haben das gerade schon Ray erzählt. Letzte Nacht wurde hier im Hotel eingebrochen. Was? Und in dem es Hotel wurde, hier, wo wir geschlafen haben. Ja, und es geht's wurde. Geht's euch allen gut oder habt ihr euch verletzt? Ihr habt es ja nicht gemerkt. Delia und ich sind wach geworden und sind dann sofort runtergerannt. Da war aber der Einbrecher leider schon weg. Und es wurden Blaupausen geklaut von diesem Haus, sowie der Kaufvertrag. Und ich würde das jetzt mal ein bisschen abkürzen und den beiden quasi alles erzählen, was wir gestern herausgefunden haben. Also, dass da schon versucht wurde einzubrechen, dass Tremaine das kaufen wollte. Dass es das Gerücht gibt, Sohn hat. Genau, dass es das Gerücht gibt, dass hier ein Schatz versteckt ist. Alles, was uns Wilhelm über das Ehepaar erzählt hat. Genau, dass Brooks wahrscheinlich der Sohn ist, dass es dann aber auch noch einen Enkel geben muss. Bla bla bla. All das würden wir denen jetzt mal erzählen. Das ist ja erstaunlich, was hier alles passiert ist. Hier geht's ja zur Sache. Ja. Ein Schatz, sagst du? Ja. Bestimmt in einer geheimen Kammer irgendwo versteckt. Den finde ich euch. Kein Problem. Ja, ich glaube, für heute sollte unser erstes Ziel sein, dieses Haus hier mal ein bisschen auf den Kopf zu stellen, zu durchsuchen, ob wir alte Gegenstände, Anhaltspunkte von der Brooks-Familie finden und ob wir vielleicht sogar herausfinden können, wo der Schatz versteckt ist. Ah, und eine Sache muss ich noch erzählen. Wir haben gestern eine Blumenwiese gefunden, gestern Nacht. Dort stehen Blumen drauf, also es sind dieselben Blumen und wenn das Mondlicht auf sie scheint, dann leuchten sie blau, als wären sie elektrisch angetrieben. Sobald man sie aus dem Mondlicht herausnimmt, verlieren sie allerdings sofort ihr Leuchten und sind dann tief lila. Wir haben davon auch ein paar mitgenommen auf unser Zimmer und sie stehen bei mir auf dem Nachttisch. Könnte man sie angucken später. Und okay. Und zurzeit leuchten sie nicht, nur nachts im Mondschein.
Genau. Genau. Ob das elektrische Kraft ist, das weiß ich nicht. Das ist vielleicht eher fluoreszierend. Aber ich bin kein Biologe. Und in dem Moment kommt kommt Frieda rein mit einer großen Schüssel Rührei und stellt ihn euch so hin. Hier, damit ihr heute zu Kräften kommt. Wenn es nicht ganz so gut gewürzt ist, dann könnt ihr euch bei demjenigen beschweren, der gestern in der Küche rumgefummelt hat. Irgendwie habe ich kein Salz mehr, aber ich glaube, es schmeckt trotzdem. Es hat jemand in der Küche rumgefummelt? Naja, scheinbar. Die Sachen standen irgendwie nicht mehr da, wo sie vorher standen und ich konnte das Salz nicht finden. Aber ich habe ein bisschen versucht, mit Senf nachzubessern. Ich hoffe, es schmeckt. War das Salz das Einzige, was fehlt, oder sind noch andere Sachen verschwunden? Komischerweise ist das Einzige, was ich nicht finden konnte, aber... Mhm. Frieda, wenn Ihnen noch irgendetwas einfällt, was in der letzten Zeit hier passiert ist oder vielleicht sogar gestern Abend oder gestern Nacht, oder sollten Sie tagsüber etwas feststellen, dann sagen Sie uns doch bitte Bescheid. Naja, was hier in letzter Zeit passiert ist, einiges passiert hier. Wir sind hier schließlich in Fichtenberg. Wir haben ja nicht ohne Grund hier so einen schlechten Ruf. Was ist denn so passiert? Da soll ich gar nicht so viel drüber erzählen. Ich glaube, fragt ihr vielleicht lieber jemand anders. Ich weiß nicht, wir versuchen da Abstand zuzuhalten, versteht ihr? Sie sprechen aber nicht von der Tatsache, dass hier Menschen versucht haben einzubrechen und dass jemand unbedingt ihr Hotel kaufen möchte. Ja, das kommt auch noch obendrauf, aber so oder so. Fichtenberg ist kein schöner Ort, um hier zu leben in letzter Zeit. Und jetzt, wo auch noch die alte Bäuerin ganz allein ist, weiß ich nicht, wie sich dieses Dorf über Wasser halten soll in den nächsten Jahren. Es würde mich nicht wundern, wenn ihr die letzten Gäste dieses Hotels seid. Alte Bäuerin, was können Sie uns über die Frau noch sagen? Naja, ihr Mann ist ja gerade letztens ermordet worden und... Ah, jetzt erzähle ich schon viel zu viel. Nee. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und sie geht wieder in Richtung Küche. Droppte sie und verschwand. Ja, Ihnen auch einen schönen Tag und ich löffel mir ganz viel Rührei auf. Ja, ich würde mir auch mal ordentlich was auf den Teller packen ich und... Ich nehme da auch mal so 2-3 Löffelchen. Hier, Ray, für dich auch. Ja, ich natürlich auch. Gar nicht auch. So schlecht mit dem Senf, tatsächlich. Ja. Aber so ein bisschen Salz wäre auch gut. Während wir so essen, schlage ich vor... Also, ich würde sagen, wir sollten uns wirklich darauf fokussieren, uns einmal das Haus hier genauer anzugucken, bevor wir uns jetzt mit den seltsamen Geschehnissen beschäftigen, die hier offenbar in diesem Ort passieren, obwohl das mit der Bäuerin und dem ermordeten Mann natürlich auch sehr spannend klingt. Sollten wir wirklich erst einmal versuchen, hier Hinweise zu finden, weil wie es aussieht, scheint die Bruderschaft uns ja hier auch schon auf den Fersen zu sein, beziehungsweise uns sogar einen Schritt voraus, weil sie ja schon wussten, dass diese alte Villa einmal der Familie Brooks gehört hat. Ich würde sagen, wir essen auf und dann schauen wir uns hier mal um. Ich finde das mit dem Salz ganz komisch, weil mir kommt so vor, als würden hier vielleicht, also als würden die Leute glauben, hier spukt's oder so. Ihr wisst ja, weiß ich nicht, ob ihr das wisst, aber Salz wird ja auch verwendet, um Geister fernzuhalten. Mhm. Ob da vielleicht irgendwie jemand denkt, es spukt. Und es sind ja auch komische Dinge passiert. Werner ist einfach im Wald aufgewacht. Wir haben gruselige Blumen gefunden. Ich weiß nicht, ob es vielleicht doch nicht ganz gut wäre, wenn ein paar Leute sich mit anderen Leuten noch unterhalten, um noch mehr Informationen zu sammeln und vielleicht andere das Haus durchsuchen. Also ich glaube, dass wir, wenn wir zu viert parallel das Haus durchsuchen, wahrscheinlich schneller sind als zu zweit, weil so kann halt jeder sich einen Raum vornehmen und Hinweisen vorgehen oder nachgehen und danach können wir ja immer noch mit Leuten sprechen. Also ich würde vorschlagen, dass wir uns erstmal das Haus vornehmen, aber wenn ihr das anders seht, dann können wir uns auch aufteilen. Also ich bleib beim Haus, das macht mich schon neugierig. Na gut, dann bleiben wir erstmal alle hier und gucken zusammen. Aber wir sollten das nicht vergessen. Nee, vergessen? Ich kann das nie mehr vergessen. Gut, die Frage ist, wie teilen wir uns jetzt auf? Es gibt ja einige Zimmer. Wissen wir ungefähr, wie viele Zimmer es gibt, Luke? Also wir haben ja das Schlüsselbrett gesehen. Du meinst, waren das jetzt zu vermietende Zimmer? Genau, waren das jetzt eher so 20 oder eher so 7? 5. Nö, es sind 8 Zimmer. Acht Zimmer. Ja. Und das Turmzimmer.
Ja, genau, das zählt jetzt da nicht. Ich gerne mal reinsehen würde. Ja, das müssen wir auf jeden Fall. 8 Zimmer, die zu vermieten sind. Turmzimmer. Wir können ja mal mit der Vielleicht Familie können sprechen. Sich ja schon zwei uns Leute auch unterstützen, bevor wir deren Haus durchsuchen. Das sollte genau, ich würde gleich einmal in die Küche gehen und Frieda Bescheid sagen, aber vielleicht können ja einfach schon mal zwei anfangen. Wir können jetzt schon mal in den Zimmern gucken, die wir gemietet haben. So, da haben wir uns ja auch noch nicht so doll umgeguckt, oh, oder? Oh, was ist mit dem Grammophon? Ray, ist es noch unter meinem Bett? Ja, habe ich gar nicht geguckt heute Morgen. Wie hast du nicht geguckt? Hier war doch ein Einbrecher. Dann geht schnell zurück. Dann gehe ich in unser Zimmer und guck mich da schon mal um und ihr zu oder einer von euch geht in euer Zimmer und guckt. Okay, und ich gehe kurz zu Frieda. Ich nehme mir schnell noch ein Brötchen in die Hand und esse das und ich hoffe, dass ich Leben dadurch wieder bekomme und das Frühstück auch. Durch ein Frühstück. Ja, würfel mal mit einem W4 minus 1. Aber das ist schon großzügig. Ja, das ist schon okay. Dann will ich aber auch nochmal. Okay. Ja, Ray hat auch ordentlich gegessen. Ein besser. Ein Leben geht mir besser nach dem Frühstück. 3. Bin ich ja schon wieder auf 3 HP. Ray, du siehst auch fit aus. Mhm. Ja, dieses senfliche Rührei, das hat gut geschmeckt. Das ist eine Tradition hier in Deutschland. Senf mögen wir gerne. Gestärkt vom Frühstück macht sich die Truppe auf, das Hotel auf Herz und Nieren zu untersuchen. Ray und Adelia inspizieren ihre Zimmer. Doch bis auf gewöhnliche Möbelstücke und ein paar in die Jahre gekommenen Deko-Elemente können sie nicht viel ausmachen. Werner geht mit prüfendem Blick die Räume im ersten Stock ab, um zu prüfen, ob er vielleicht einen Geheimraum entdeckt. Amber macht sich auf in die Küche, um noch einmal mit der Herrin des Hauses zu sprechen. Okay, dann machen wir jetzt bei Amber weiter. Die kommt in die Küche, nochmal zu Frieda, die jetzt schon ein bisschen abwäscht. Frieda, wenn ich Sie noch einmal ganz kurz stören darf. Ja, klar. Ich habe mich gestern mit Ihrem Mann Wilhelm unterhalten. Und er hat mir erzählt, dass dieses Haus einmal einer engländischen Familie gehört hat, vor ein paar Jahren. Ja, das ist schon einige Jahre her, aber ja, korrekt. Und er hat mir auch gesagt, dass manche Gegenstände oder Räume noch so gelassen wurden, wie sie damals von der Familie genutzt wurden. Stimmt das? Nicht wirklich. Also eigentlich haben wir hier fast alles umgebaut. Also hier unten vielleicht am wenigsten der Aufenthaltsraum und das Raucherzimmer ist vielleicht noch am ehesten so geblieben, aber wir haben schon viel Möbel ausgetauscht und besonders die Zimmer oben, das ist eigentlich alles neu. Nur hin und wieder mal kleine Überbleibsel haben wir als Deko-Elemente wieder verwendet. Mhm, also Sie würden sagen, das Raucherzimmer und das Speisezimmer sind noch am ehesten wie damals. Oder ist das Speisezimmer etwas anderes als der Aufenthaltsraum? Der Aufenthaltsraum ist gegenüber vom Raucherraum noch ein weiteres Zimmer, in dem man sitzen kann. Und genau. Würde Ihnen denn jetzt ein besonderer oder mehrere Gegenstände einfallen, die noch von früher übrig geblieben sind? Ja, wir haben auf jeden Fall die ganzen alten Sessel noch dort. Wir haben auch die Bilder eigentlich alle beibehalten. Wir haben die Bücherregale eigentlich alle so belassen, wie sie sind. Hier bei uns liest sowieso niemand. Wir haben auch einige Uhren. Die große Standuhr im Flur beispielsweise. Die ist noch von damals. Sehr gute deutsche Handarbeit. Die hört nicht auf zu funktionieren. Mhm. Aber vieles, was Sie hier sehen, ist eigentlich noch von früher. Nur wir haben das meiste neu umgeschoben und umdekoriert. Jetzt muss ich einmal fragen. Ich habe gestern gehört, dass es hier auch ein Turmzimmer gibt. Ja. Und in dem Turmzimmer halten Sie sich auf? Nee. Viel? Ja. Na, das Turmzimmer, das ist so klein und verwinkelt, das kann man eigentlich nicht vermieten. Wir haben das als nutzen das als Abstellraum. Wäre es für Sie in Ordnung, wenn wir uns darin mal umsehen? Ich wüsste nicht ehrlicherweise, warum Sie das etwas angehen sollte. Da sind nur
private Gegenstände von uns gesammelt, alte Klamotten und sowas. Wissen Sie... Da würde ich nun wirklich ungern Fremde hineinlassen und ich wüsste auch ehrlicherweise nicht, warum. Vielleicht könnten Sie uns hier einfach oder mir den Raum einmal aufschließen, sodass ich nur mal einen Blick hineinwerfen kann, denn wissen Sie, es kommt uns schon alles sehr, sehr seltsam vor, was hier bei Ihnen passiert und das Schicksal hat uns nun hierher geführt und wir würden Ihnen gerne helfen... Sie sind doch nicht etwa auch auf der Suche nach diesem... blöden Schatz, der uns hier ständig... Ah, wir sind so genervt von den ganzen Leuten, die alle glauben, hier wäre ein Schatz. Wir haben das Haus durchsucht. Es wäre doch töricht zu glauben, dass wir nicht selber geschaut hätten. Es gibt hier nun das mal stimmt. keinen. Das stimmt. Und nein, wir sind auf keinen Fall auf der Suche nach diesem Schatz. Wilhelm hatte gestern gesagt, dass hier oft Leute herkommen, um den Schatz zu finden. Davon haben wir aber erst gestern erfahren und wussten vorher nichts. Nein, es ist tatsächlich nur so, dass sich seit unserem Aufenthalt hier sehr seltsame Dinge ereignet haben und wir Ihnen anbieten würden, einfach einmal ein bisschen zu ermitteln und herauszufinden, ob wir da etwas herausfinden können. Also das würde ich lieber meinen Mann entscheiden lassen, um ehrlich zu sein. Nicht, dass ich am Ende noch Ärger bekomme. Ja, kommen Sie, wir haben 1800 irgendwas. Sie sind doch eine gestandene, unabhängige und starke Frau. Das sind wir beide. Kommen Sie schon, das können doch Sie entscheiden. Ich glaube, Sie haben ein falsches Verständnis vom 19. Jahrhundert, junge Dame. Nein, nicht in meiner Welt. Eine Frau sollte sich niemals von ihrem Mann abhängig machen. Ja, sie versteht nicht, was du hier sagen willst. Das Konzept okay. sagt dir nichts. Dann sage ich, gut, dann warten wir eben, bis ihr Mann wieder da ist. Ich würde mich währenddessen, ich und meine Begleitung, würden uns dann einmal in... den anderen Räumen umsehen, die frei zugänglich sind. Ja, die frei zugänglichen Räume dürfen Sie sich natürlich gern anschauen. Vielen Dank. Und dann gehe ich raus. Komme ich, wenn ich vom Speisezimmer gehe und jetzt ins Raucher oder in den Aufenthaltsraum will, ins Raucherzimmer oder in den Aufenthaltsraum, komme ich dann an der großen Standuhr vorbei? Ja. Okay, dann würde ich mir die einmal angucken, danach ins Raucherzimmer gehen, aber wir können gerne auch kurz mal zu jemand anders. Mhm. Also Adelia hat in eurem Zimmer auch nichts weiter Spannendes gefunden. Okay, dann würde ich wieder, also ja, hier scheint nichts zu sein, dann ich gehe mal wieder runter und gehe zu Amber. Und dann ja, Amber steht ja im Flur. Treff Amber und sag, also Amber, im Zimmer war nichts. Was hat Werner eigentlich gemacht? So. Bei mir, also ich komme da auch erstmal hin und sage, ja, ich habe auch nichts gefunden bei uns im Zimmer, aber immerhin ist das Grammophon noch da. Ach, ein Glück. Ja, Leute, also oben, ich habe jetzt mal einen Plan in meinem Kopf gemacht. Da scheint alles mit rechten Dingen zu gehen. Da habe ich kein geheimes Kämmerchen ausmachen können, so grundrissmäßig. Aber es muss ja nichts heißen, so ein Schatz kann ja auch klein sein. Ich habe mich gerade kurz mit Frieda unterhalten, sie sagt, dass hier überall irgendwo alte Möbel, Gegenstände, Deko-Elemente versteckt sind. Das heißt, die können wirklich überall sein. Sie möchte uns aktuell keinen Zugang zum Turmzimmer geben, da sie dort private Sachen lagern. Und sie sagt, dass sie auf ihren Mann warten möchte, damit er entscheidet, ob wir uns den angucken können. In der Zwischenzeit würde ich sagen, dass... vielleicht zwei von uns sich das Raucherzimmer ansehen und zwei den Aufenthaltsraum, weil das die Räume sind, die noch am ehesten so gelassen wurden, wie als Familie Brooks hier gewohnt hat. Mhm. Vielleicht gehen Werner und Ray ins Raucherzimmer und Adelia und ich gleich in den Aufenthaltsraum. Ich würde mir kurz vorher aber gerne noch einmal diese Standuhr genauer anschauen. Und ich würde mal auf gute deutsche Handarbeit, die kenne ich noch von früher. Werfen. Wir hatten einen Uhrmacher bei uns im Dorf. Der hat auch gute Uhren gemacht. Ich habe jetzt mal auf Wahrnehmung geworfen, 11 zu 14. Würde gerne mal gucken, ob ich an der Uhr irgendetwas Besonderes feststelle. Hey, mal, du schaust aber lange. Hast du was Spannendes gefunden? Nee, diese Zeiger und diese Schnitzereien, das ist wirklich... Werner, ich muss schon sagen... deine Landsleute, die sind handwerklich schon nicht ganz ohne. Ja, das liegt uns im Blut. Also hier wird jedes Kind mit Hammer und Meißel in das die Schule ist auf jeden Fall eine sehr schöne, wunderbare Handarbeit und eine tolle Uhr. Und du entdeckst an der Seite ein kleines Fach. Mhm. Ich öffne das Fach. Du ziehst da so ein kleines
ja, wie so eine kleine Mini-Schublade raus. Also so ein ganz kleines Fächlein, wo nichts drin ist, zwar, aber da scheint etwas eingeritzt worden zu sein ins Holz. Und zwar steht dort folgendes: 2:4,2. Also solche Schubladen sind untypisch für deutsche Uhren. Das muss irgendwas zu bedeuten haben. Hier ist etwas eingeritzt, wie mit einem kleinen Messer oder so. Und zwar steht da 2:4,2. Vielleicht eine Uhrzeit, wo etwas Besonderes passiert. 2:4,2? 2:04,20. 2 Sekunden. Ja. Oder 2 Sekunden. Hat die Uhr einen Sekundenzeiger? Gerade? Die Uhr hat auch einen Sekundenzeiger. Es ist jetzt 10:42 Uhr. Und wie viel Sekunden? Vielleicht passiert auch was, wenn man die 17. Uhr auf diese Zeit einstellt. Stimmt. Wir müssen ja nicht so lange warten. Obwohl, diese Uhr geht seit sehr langer Zeit richtig. Das wäre jetzt auch schon der alte Uhrmeister. Der wäre traurig. Ich glaube, ich würde jetzt die Uhrzeit erstmal nicht daran verstellen und vorschlagen, wir gucken uns erstmal die anderen Räume an. Wir gehen jetzt mal in die Zimmer. Ja gut, ich und Adelia gehen ins Raucherzimmer. Ja, ich dachte, wir wollten... Nee, wir gehen in den Aufenthaltsraum. Sorry. Das ist auch gut, weil Frauen sind in Raucherzimmern nicht gerne gesehen. Das ist Männerbastion im 19. Jahrhundert. Ja, da soll mal einer kommen, ey. In Zweierteams geht es weiter. Werner und Ray untersuchen das Raucherzimmer. Hier scheint alles noch beim Alten zu sein. Verstaubte Bücherregale, Gemälde und ein grüner Teppich geben dem Zimmer eine warme, gemütliche Note. Der Geruch von kaltem Tabakrauch treibt die Tränen in die Augen. Doch hier scheint weiter nichts zu sein. Darum macht Ray sich auf in die Bar. Ray kommt in die Bar und Anton ist gerade dabei, die 4 Gläser zu spülen, die gestern benutzt wurden. Guten Morgen. Guten Tag, der Herr. Da können Sie direkt eins für mich einschenken. Eins von den frischen hier? Oh. Was soll's denn, was darf's denn sein? Flotten Ray, bitte. Flotten Ray, was soll das sein? Naja, der bekannteste Drink weltweit natürlich. Also, ich glaube, den haben sie mir auch gestern schon serviert. Der war gut, den habe ich vorhin schon probiert. Das ist einfach nur Bier, so ein Drittel Bier und 2 Drittel Whisky. Ach so. Je nach Stimmung umgedreht. Okay, ja, Ray, ja, wenn sie wollen, aber... 3 Drittel Whisky. der Geschmack... Der Geschmack vom guten Schnapfelbier, das wir hier brauen, geht dann ja komplett weg. Aber okay, wie sie meinen, da mixe ich ihnen mal ein. Das schreibe ich dann einfach auf die Rechnung, ne? Jo, genau. Zimmer 202. Okay. Hier, bitteschön. Schenkt ihr ein. Vielen Dank. Ach, es ist so toll, dass endlich mal Besuch hier ist. Vor allem, dass mal jemand die Bar wieder benutzt. Hier war schon Ewigkeiten keiner mehr. Ja klar, die Bar ist doch der beste Haus eines Hotels. Der muss stets besucht werden. Ja, das haben wir auch gedacht. Darum hat mein Vater ja auch die Bar hier überhaupt erst gebaut. Aber dann gab es Stress mit dem Kneipenbesitzer. Und ja, es gab dann am Ende Stress mit dem ganzen Dorf. Das klingt ja nicht so gut. Aber ich kann Ihnen sagen, Ihr Bier hier, das schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Also hier war nicht immer eine Bar in diesem Raum. Was war denn hier vorher? Wissen Sie das noch? Das war vorher hier auch Aufenthaltsraum. Wir haben eine neue Wand gezogen. Ach so, also war das ein großer Raum vorher. Ja, genau. Sehr schön, sehr schön. Während ich mich umgucke, trinke ich weiter mein Getränk. Ray nimmt einen weiteren Schluck vom Glas. Dann hört er die Stimmen der anderen auf dem Flur. Ich würde sagen, wir treffen uns kurz einmal wieder im Flur. Also Adele und ich gehen in den Flur und ich rufe mal Werner, Ray. Ja, wir kommen. Ja, ich nehme mein Glas mit und komme damit dann auch in den Flur. Lass mich raten, also, ich habe nichts gefunden. Ray hat schon eine leichte Whisky-Fahne, die von ihm ausgeht. Die Bar ist ein gemütliches Örtchen, kann ich euch sagen. Also, ich glaube, es führt nichts daran vorbei, dass wir uns das Turmzimmer anschauen. Und entweder wir warten jetzt, bis Wilhelm zurückkehrt, wo wir keine Ahnung haben, wie lange das dauert, oder wir brechen da ein. I don't care. Also, ich könnte da sicherlich locker einbrechen. Ich kann ja Schlösser öffnen. Wir können das auf jeden Fall versuchen. Zur Not kann ich die Tür auch eintreten. Das ist für mich auch kein Problem. Dann lasst uns doch mal zusammen hochgehen und vielleicht können wir uns ja... Also, Adelia macht die Tür auf und es kann ja auch jemand Schmiere stehen. Ray, hast du irgendwas über die Bar erfahren können? Naja, das Einzige, was Anton gesagt hat, ist, dass das früher mal ein großer Raum war und die den Raum halbiert haben und eine neue Wand reingezogen haben. Und die Geschichte, dass die Bar
der Barbesitzer aus dem Dorf das nicht so schön fand, dass sie sich eine eigene Bar gebaut haben hier. Wegen der Konkurrenz wahrscheinlich. Ja, das ja, glaube ich auch. Ich meine, man könnte natürlich auch nochmal den Boden bei der Bar abklopfen, aber das werden die ja eigentlich bei der Baustelle gemacht haben gründlich und naja, sonst kommen wir nochmal wieder und überprüfen das. Aber Turmzimmer klingt ja, auch... Ja, also mir irgendwie ist nichts Auffälliges aufgefallen. Na, als ich mich da eben gründlich so... Ja, dann lass uns zum Turmzimmer. Okay, also... Das ist wahrscheinlich ganz oben. Genau, eure Zimmer sind ja im zweiten Stock und es gibt aber noch eine Treppe weiter höher und da gibt es halt eine Tür, die müsste wohl zu so einer... also die könnt ihr öffnen und da gibt es so eine kleine Wendeltreppe. Okay, ich bleibe unten an der Wendeltreppe stehen, an der Tür. Du stehst Schmiere. Um zu schauen, dass da niemand... währenddessen hochkommt. Mhm. Dann gehe ich an die Tür und versuche die mal zu öffnen. Ich habe ja meinen Dietrich dabei, den zücke ich also aus meiner Tasche. Ja, die Tür ist, könnt ihr öffnen, sonst würdet ihr ja die Wendeltreppe nicht sehen. Ja, aber sie hat ja gerade gesagt, sie geht die Wendeltreppe hoch. Ja. Ach so, zur ja, ich habe ja noch gar nicht gesagt, was da oben dann ist. Das stimmt. Das da, stimmt. Ist ein, da ist eine Tür. Nun, dann würde ich versuchen, diese Tür mit meinem Dietrich zu öffnen, den ich dabei habe. Ja, okay, dann probier und, das. Ja. Und würde hier mal auf Schlösser öffnen. Adelia versucht, die versperrte Tür zum Turmzimmer zu öffnen. 8:13. Geschickt knackt sie das Schloss. Jawohl. Ja, also du schaffst es, die Tür aufzuschließen. Hier, Leute, ich hab's geschafft. Tür ist offen. Sehr gut. Toll. So, ich geh elegant. Rein. Ich rufe von unten leise hoch, ich bleib erstmal hier. Was ist unser Codewort, was du ganz laut rufst, wenn jemand kommt? Ich huste sehr laut. Okay, alles klar. Okay, ihr betretet einen wirklich eng verwinkelten Raum. So. Zwischendurch gibt es, also an den Wänden gibt es halt auch mal Fenster, die nach außen schauen, so ganz kleine, es kommt nicht viel Licht rein. Und es stapeln sich wirklich überall Kisten und es liegen Klamotten rum. Hier hat, das ist wirklich ein Raum, der dafür verwendet wurde, Sachen, die man gerade nicht mehr braucht, dort einfach reinzuschmeißen. Und ihr kennt auch keinerlei Ordnung, da liegt einfach Zeugs rum. Einiges davon ist kaputt einiges davon wollte man vielleicht einfach loswerden. Auf den meisten Sachen Scheiße. Ist auch schon eine dicke Staubschicht. Das ist ja furchtbar hier. Ich hasse Unordnung. Das ist mein Albtraum. Dieser Raum ist mein Albtraum. So dunkel. Ich würde meine Laterne anmachen. Ja, du kannst die Laterne anmachen und siehst halt auch das alte Gemäuer. Also da ist auch wirklich nicht viel gemacht worden an den Wänden. Ich muss aufräumen. Ich fange an aufzuräumen. Ja, das ist ja meine Marotte. Ich muss aufräumen. Okay. Ich fange an aufzuräumen. Ich fange an, die Kisten alle anzugucken und zu sortieren. Okay. Und das, was kaputt ist, räume ich in den Müll. Also es gibt keinen Müll, aber du kannst das alles auf unterschiedliche Haufen machen. Genau, in unterschiedliche Ecken. Aber genau. Nicht so laut, nicht, dass die uns hören und das Ganze. Ich bin ganz leise, aber das geht gar nicht. Okay, es sind doch überall Stimmweben und wenn du was bewegst, dann fängt es auch an, so ein bisschen zu krabbeln. Und ja. Das ist mein schlimmster Albtraum. Oh, ich leuchte überall hin und schaue, ob ich irgendwo etwas sehe, was interessant ist. Was genau untersuchst? Sag mal, was du genau untersuchst. Na, ich gehe mit meiner Hand, meiner gesunden Hand, die Wände ab und klopfe dagegen, schaue, ob etwas locker ist. Und schaue mir die Decke an, ob da irgendwo eine Klappe eingelassen ist. Und schaue mir auch den Boden an, ob da irgendwo was eingelassen ist. Was so aussieht, als wäre das bewegt worden. Oder okay. Normalerweise gehen die Dielen ja durch und dann gehen sie vielleicht nicht durch. Würfel mal bitte auf Zimmern um 4 erschwert. Mit seinem handwerklichen Verstand untersucht Werner die Architektur. 8:13. Der Wurf war um 4 erschwert. Daher ist das Endergebnis 12:13. Das ist ja geschafft, ne? Oder bin ich gerade blöd? Geil! 12:13. Geschafft. Okay, du schaust dich fachmännisch um und hast irgendwie das Gefühl, dass die Decke Finally, ey. Die Decke jünger ist als das restliche Gemäuer. Leute, also dieses Holz hier auf dem Boden ist von 1712, das erkennt man an dem Jahresring, aber die Decke ist aus Fichte, nicht aus Eiche und auch bedeutend jünger. Die wurde hier nachträglich eingezogen.
Aber ganz fachmännisch eigentlich. Ist gutes Handwerk. Ist da an der Decke irgendwo eine Art Luke oder sowas? Nee. Okay. Ja, dann müssen wir da ein Loch reinhauen. Irgendwas, wo wir uns raufstellen können, um da. Könnt euch ja auf die Kisten oder so stellen. Ich rufe mal kurz hoch. Aber ich sag euch direkt, es ist erstmal eine normale Decke. Man würde jetzt nicht auf die Idee kommen, dass da jetzt irgendwie noch was versteckt ist oder so. Es ist eine normale Deckenwand. Nur das, was Werner halt richtig festgestellt hat, sie scheint. Ihr könnt das aber nicht sehen, das sieht wirklich nur Werner mit seiner Fachkenntnis, dass die Decke irgendwie jünger ist, nachträglich eingebaut wurde. Ist denn, das ist dann sehen wir jetzt noch nicht dieses spitze Dach, ne? Also dann ist das eine gerade Decke. Genau. Habt ihr schon was entdeckt? Ja, noch nicht so richtig. Die Decke wurde anscheinend neu eingezogen. Mehr haben wir noch nicht. Außer viele Spinnen. Und es gibt keine Luke? Nein. Vielleicht müssen wir von außen schauen. Ja, ich würde mir auch die Fenster mal anschauen. Also Dach klettern. Ich schnappe mir trotzdem einmal nochmal den Besen, der da hoffentlich rumsteht, mit dem ich da auch gerade sauber gemacht habe. Und klopfe einmal so gegen die Decke, um zu hören, ob das hohl ist. Ob das hohl ist. Also es klingt halt, als würdest du gegen eine Decke hauen. Ja, aber es kann ja massiv sein oder hohl sein, im Sinne von, da ist noch ein Zwischenraum, wo irgendwas drin sein Also das kann, hört sich so an wie eine Decke, wo da drüber noch ein Raum ist. Da ist ein Fenster, meintest du, ne? Mhm. Aber wirklich, das sind so wirklich ganz kleine Fenster. Also da kann man sich jetzt nicht rauslehnen oder raus. Da kann man sich nicht durchquetschen. Man kann seinen Kopf durchstecken, wenn man es aufmacht. Ja, ich würde das gerne mal machen, meinen Kopf rausstecken und nach oben gucken, wie viel Turm da noch ist und wie der Turm aussieht. Ja, du siehst eigentlich relativ dicht über dir schon den Turm. Also allzu viel Platz ist nicht mehr bis nach oben. Bis zur Spitze, meinst du? Bis zur Spitze, genau. Ich Aber würde keine noch mal kurz Fenster hoch. Oder sowas? Du siehst, keine Fenster mehr. Also erstmal, genau, es geht noch ein Stück weiter nach oben und da ist dann die Spitze. Vielleicht gibt es einen ganz engen, wie einen Schacht mit einer kleinen Leiter, der nach oben führt. Das würde ich gerne mal auschecken, dass ich den Grundriss sozusagen von dem Turm mir anschaue und schaue, ob die Treppe genauso groß ist wie das Zimmer oben oder ob es irgendwo die Vermutung gibt, dass da was mit den Proportionen nicht stimmt. Ja, wie willst du das rausfinden? Du kannst es dir nur entweder von außen ansehen oder von innen, aber du hast weder irgendwelche Maße, das ist halt bloßes Augenmaß und Schätzen. Naja, ich kann finde es schwierig rauszufinden auf die Schnelle. An den Außenwänden unten vor der Tür zur Wendeltreppe kann ich ja hingehen und sehen, okay, hier ist die Wand vorbei, hier ist draußen, hier ist Luft. Und das, da kann ich ja oben messen, okay, wie weit ist das links und rechts? Okay, das dauert auf jeden Fall ein bisschen. Also da wirst du auf jeden Fall Zeit brauchen, dir das alles genau anzuschauen. Vielleicht auch außen noch einmal rumzulaufen und so. Ich würde sagen, bis du da irgendwie wirklich eine vernünftige Meinung dir bilden kannst, wird es ein bisschen dauern. Gut, Ray und ich gehen in der Zwischenzeit ins Dorf. Und auf dem Weg würde ich ihn fragen, sag mal Ray, was meinst du, wo wir als erstes hingehen sollten? Wir wissen, dass es hier einen Bürgermeister gibt. Wir wissen, dass es eine Kneipe gibt. Also, so wie ich das von Antonia gehört habe, gab es damals einen Streit zwischen der Bar und den Hotelleuten, als sie damals selber sich eine Bar eingebaut haben. Und das hat daraus resultiert, dass alle im Dorf sie irgendwie nicht mochten. Das ist auf jeden Fall ein Anhaltspunkt, aber ins Rathaus, da könnte man natürlich auch versuchen, noch einen Grundriss des Gebäudes zu bekommen oder so. Wenn die da sowas haben. Spielleiter? Wie genau, das ist ja ein kleines Dorf, ne? Genau. Also es ist halt wirklich nur ein Dorf mit wenigen Leuten, die dort wohnen. Es gibt hin und wieder so ein paar kleinere Wohnhäuser und dann gibt es so ein paar größere Gebäude, die halt auch relativ schnell ins Auge stechen. Und wenn ihr den Berg runterkommt, dann kommt ihr nach einigen Schritten erstmal an einer Kneipe vorbei. Ja, dann gehen wir da direkt rein. Jo. Ihr kommt in die Kneipe und da sitzt jemand an einem Tisch. Ansonsten ist die Kneipe leer, aber
ja, also sie ist halt leer, ist eine recht große Kneipe und in der Mitte sitzt da jemand und der Kopf liegt auf dem Tisch und es kommt so ein Schnarchen. Ray, der sieht ja aus wie du. Was willst du damit denn sagen? Ist denn da ein Barkeeper? Der Typ, der da liegt, der hat so eine Schürze um. Okay. Oha. Ist heute Selbstbedienung angesagt oder wie? Ich räuspere mich. Ist das Olaf? Der klingt ja genauso. Ja, wer seid ihr denn? Guten Tag. Haben Sie geöffnet? Ja, noch haben wir geöffnet. Ja. Ja, es ist ja auch 11 Uhr morgens. Da hat natürlich in Deutschland eine Kneipe offen. Ja, wir wohnen nämlich hier in dem Hotel Fichtenberg und ich muss ganz ehrlich sagen, das Bier, da kann man ja nicht, das kann man ja nicht trinken, deswegen wollten wir hier mal uns ein richtiges Bier genehmigen. Das ist richtig, dieser Bar, da kannst du, die kannst du in die Tonne treten da, die Herzbergers, denen wünsche ich den Teufel auf den Fuß. Ja, den Flotten Ray machen die ganz schön schwach, muss ich sagen. Was? Und den Flotten Ray, den Drink. Was ist das? Der beste Drink der Welt, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Ich schenke Ihnen jetzt erstmal den besten Drink Fichtenbergs ein. Hier. Und, schönen Fichtengeist. Er schenkt euch irgendwie was ein, was ziemlich grünlich ist. Ich riech mal so da dran. Oh! Das ist Kräuterschnaps aus besten Kräutern gemacht. Daraus kann man ja eine Bombe bauen. Ja, sehr wohl. Prost. Und ich hole meinen weg. Prost. Und er scheint direkt ein bisschen besser gelaunt zu sein. Ich nippe mal so an meinem. Und bin so. Oh Gott. Nee. Ray, nee. Das kann ich nicht trinken. Und ich erinnere mich an diesen einen Besuch bei Lord Marx und kippe den Schnaps heimlich auf den Boden. Ja, und was treibt euch hier nach Fichtenberg und vor allem in dieses abscheuliche Hotel? Wir waren einfach auf Durchreise. Wir machen gerade mit ein paar Freunden eine Deutschlandreise, denn einer unserer Freunde kommt tatsächlich aus Deutschland und er zeigt uns gerade sein Land. Und wir sind ehrlich gesagt nur ins Hotel geraten, weil wir mal davon etwas gehört hatten auf der Reise hierher und wir uns das mal anschauen wollten, aber Dann seid ihr ausgerechnet nach Fichtenberg gekommen. Seid ihr lebensmüde oder was? Nicht was mal genau, die Leute, die hier wohnen wollen, noch hier wohnen. Was genau meinen Sie damit? Das haben wir hier jetzt schon wirklich oft gehört, oder Ray? Ja, das klingt irgendwie eigenartig. Also es ist auch ein ganz gemütliches Städtchen. Ja, es ist ja aber auch eigenartig, dass hier in wenigen Wochen so viele Leute sterben. Ich meine, gerade letztens, nicht mal eine Woche her, der Mann der Bäuerin und vorher auch noch der Schäfer, gerade einen knappen Monat her und dann letztens die Frau, die hier am Übergang nach Wittenberge ermordet wurde. Also irgendwas stimmt doch hier nicht. Und dann die ganzen Leute, die erzählen, sie würden im Wald aufwachen, hier auch der Herbert jetzt. Es ist doch alles, man kann sich nicht mehr sicher fühlen. In seinen eigenen vier Wänden. Im nee, das Wald klingt aufwachen? Also wirklich nicht gut. Ja, wenn Sie sagen, die Leute sterben, die sind ermordet, meinen Sie damit? Morde, also, eiskalte Morde. Wissen Sie wie? Also, erstochen oder? Also, man erzählt sich, dass jeder der Morde unterschiedlich verlaufen ist. Aber der Mann der Bäuerin, der Jorik, das war ein guter Freund von mir und auch einer der wenigen, der hier überhaupt noch vorbeigekommen ist. Seit die Hotelbar eröffnet wurde, gehen ja alle lieber dahin, in die Hotelbar, wo sie die feinen importierten Schnäpse haben. Bodenständigkeit hat wohl heutzutage nichts mehr zu bedeuten. Selbst Frank, der alte Alkoholiker, ist dahin abgedampft. Naja, aber wie gesagt, Jorik, der war immer noch hier bei mir und der ist erwürgt worden, eiskalt. Oh. Und Sie haben keine Idee, wer hinter diesen Morden stecken könnte? Verdächtigen Sie vielleicht sogar einen Anwohner? Es ist wirklich schwer zu sagen. Also mittlerweile von die Leute von außen, auch die in Wittenberge wohnen, die sehen das hier als verfluchten Fleck, wo der Mörder hervorbringt, wo Leute plötzlich Leute ermorden und
Die Polizei sammelt natürlich Hinweise, beziehungsweise wir haben ja keine richtige Polizei, aber der Bürgermeister versucht das hier so gut es geht irgendwie zurechtzubiegen da mit seinem Berater. Und die Morde scheinen alle unterschiedlich begangen worden zu sein und die Zeugenberichte, soweit ich das jetzt so gehört habe, beschreiben immer Personen unterschiedlicher Größe und unterschiedlicher Statur. Aber jetzt haben sie ja einen gefangen da. Den Herbert, der sitzt da ja jetzt im Knast und das ist zumindest keiner von uns, so viel kann ich mal sagen. Ach, es wurde jemand gefangen? Ja, im Rathausknast, da sitzt der Herbert, der hat den, also wie ich schätze mal, der hat den Jorik umgebracht. Wer soll es denn auch sonst gewesen sein, auch wenn er natürlich behauptet, er erinnert sich an nichts. Aber er wurde bei der Tat ertappt, oder wie? Ja, er wurde also mit blutverschmierten Händen im Wald entdeckt. Hat er seelenruhig da geschlafen. Ich dachte, Jorik wurde erwürgt. Ja, von Herbert. Aber warum hatte er dann Blut an den Händen? Was weiß ich denn? Okay. Sagen Sie, warum genau ist denn der Hass auf das Hotel so groß? Oder beziehungsweise auf die Besitzer des Hotels? Na, ist doch klar. Die zerstören mir mein Geschäft hier mit ihrer fancy Hotelbar. Hm. Die wenigen Leute, die überhaupt noch hierher kommen, die wollen was trinken und gehen jetzt zu denen. Und ich darf meinen Laden hier dicht machen, obwohl hier sowieso die Wirtschaft den Bach runtergeht. Der Bauernhof kann nicht mehr bestellt werden, der Schäfer ist tot, kann sich um nichts mehr kümmern. Es geht hier alles den Bach runter. In nur 1-2 Jahren wird hier nichts mehr stehen. Und dann auch noch das von den blöden Herzbergers da, die können mir gestohlen bleiben. Und dann immer deren Gäste, die dann hier auch noch rankamen, die bringen doch auch die Gefahr. Dieser Herbert, der hat auch im Hotel geschlafen. Okay, ich würde Ray so einen bedeutenden Blick zuwerfen und so den Kopf zur Tür bewegen, um ihm zu verstehen zu geben, dass ich glaube, dass wir hier nicht mehr viel rausfinden können. Und dann würde ich mich bei dem Barkeeper bedanken und sagen, Mensch Ray, hast du nicht noch einen Schilling, dem du hier den netten Herrn einmal geben kannst? Na klar, dieser Schnaps, der hat mir wirklich sehr gut geschmeckt. Wenn Sie wollen, können Sie auch gerne noch eine Flasche hoch aufs Hotel schicken in mein Zimmer 201. Dafür lasse ich Ihnen hier 20 Schillinge da. Komm, sind wir heute mal nicht so geizig. Hier. Na gut, das werde ich vielleicht mal machen. Aber okay. Ja, wird auf jeden Fall Zeit, dass sich mal jemand darum kümmert. Ich habe das Gefühl, aber verrate das keinem. Der Bürgermeister, der ist nicht wirklich mit Herzblut dabei. Ich glaube, dem ist das lieber, diese ganzen Geschichten lieber unter den Tisch fallen zu lassen, anstatt das hier aufzuklären. Gut, ja, vielen Dank. Wir sehen uns. Und ich mache so und ich komme dann noch mal vorbei wegen des Flotten-Ray-Rezepts. Das kriegen Sie auch. Wenn ich bis dahin noch geöffnet habe, dann könnt ihr ja noch mal vorbeikommen. Ray, denkst du, was ich denke? Ich denke, wir sollten zum Rathaus gehen. Das glaube ich auch. Da haben wir einiges, was wir da vielleicht erfahren könnten. Aber wollen wir gucken, ob wir die anderen beiden auch noch vorher abholen oder wollen wir das alleine machen? Jetzt sind wir doch hier, das dauert doch viel zu lange, wenn wir jetzt noch da hoch zum Haus latschen. Den ganzen Berg da wieder hoch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt straight zum Rathaus. Gut, machen wir. Okay. Das Rathaus ist wahrscheinlich dieses große Gebäude dort. Ja. In der Mitte, wo ein Dude auf einem Rednerpult oder so vorsteht. Das ist ein Brunnen oder eine Statue. Da ist eine kleine Statue vor. Okay, ich würde mir die gerne mal angucken, wenn wir da vorbeikommen. Das ist eine Person. Ah ja. Gibt es da eine kleine Plakette oder so? Ja. Zu sehen, wer das ist. Wichtelbert Windhausen, Gründer von Fichtenberg. Wichtelbert? Ja, 1701. Hm. Okay. Ja, dann gehen wir rein, oder? Ja. Ihr geht das Rathaus ist jetzt kein riesengroßes Rathaus. Es ist mehr mir schon gedacht. Ein Gebäude, das etwas größer ist als die anderen Wohnhäuser, an denen ihr vorbeigekommen seid. Und Wohnhäuser sind halt auch alles Einfamilienhäuser, logischerweise, und nicht, und ja, ihr kommt rein und es gibt einen Gang mit, glaube ich, warte mal, ich muss mal schauen, von dem ein paar Türen ausgehen und am Ende des Ganges geht es den Keller, in einen Keller hinunter. Und die Tür direkt gegenüber von euch steht offen und aus dem hört ihr angeregte Diskussionen. Okay. Wenn die hier drin gerade diskutieren, ist das ja wahrscheinlich der Bürgermeister und vielleicht auch Wilhelm, der ja auch angeblich hier sein soll. Vielleicht
schleichen wir uns einmal direkt in den Keller und schauen mal, ob wir dort diesen Herbert finden. Das hatte ich auch gedacht. Der Knast ist bestimmt im Keller hier. Und wir gehen so auf Zehenspitzen. Okay, ja. Hinunter. Okay, das, ihr geht, genau, die Diskussion wirklich, wie gesagt, angeregt. Und ihr geht den Gang entlang und die Treppen runter. Und dort ist gar nicht viel, außer das Gefängnis mit Gitterstäben, wo hinten in der Ecke eine Person auf dem Boden hockt. Mhm. Und so ein bisschen zu euch aufschaut. Als ihr Amber meint, warte, ich hab noch mal kurz überlegt, vielleicht gehe ich doch lieber hoch und lausche, was die da gerade bereden. Das könnte auch wichtig sein, wenn ich versuche, da ein bisschen was aufzuschnappen. Mhm. Okay, ja, mach. Ich würde mal mich hier mit dem jungen Mann unterhalten. Unterdessen kommt Werner bei seiner Untersuchung des Grundrisses der Villa zu einem Ende. Okay, dann Werner, würfel doch bitte mal auf, Intelligenz. Ob das jetzt immer noch Zimmern ist. Aber von mir aus hat ja bisher, war es ja Zimmern. Aber nochmal um 4 erschwert, okay. Ob du was rausfindest. Bei Wurf Stimmen. Auf Zimmern. 11-13. Um 4 erschwert, daher 15-13. Ja, du glaubst, das hat alles so seine Richtigkeit. Ja, also ich habe jetzt hier die Grundmaße analysiert und das scheint alles mit rechten Dingen zuzugehen. Ich weiß ja nicht, ich glaube im Haus selber kommen wir jetzt nicht mehr so richtig weiter. Sollen wir vielleicht auch uns aufmachen und ins Dorf gehen? Das ist natürlich bestimmt auch ergiebig. Allerdings würde ich auch eventuell mich neben die Uhr setzen und auf 2 Uhr irgendwas warten. Ernsthaft? Wie viel Uhr ist es denn jetzt? 2 Uhr und 4 Minuten und 2 Sekunden. Vielleicht. Wenn dort etwas passiert und wir es verpassen, müssen wir wieder 24 Stunden warten. Aber wie lang ist das noch? Es ist jetzt 12. Boah, da können wir doch nachher wiederkommen. Wie weit ist dann das Dörfchen weg? 10 Minuten den Berg runterrutschen. So. Easy peasy. Na gut. Okay, wir kommen einfach aber dann wieder. Aber ich wäre sehr traurig, wenn hier nichts passiert, beziehungsweise nee, wir fragen einfach regelmäßig nach der Uhrzeit. Dann gehen wir auch ins Dorf. Okay, ihr kommt an der Kneipe vorbei. Wahrscheinlich möchtest du was trinken? Ich denke, die anderen waren da wahrscheinlich schon drin, weil das erste Gebäude ist, wo man vorbeikommt. Ich denke, aber wenn du, war hier so bestimmt sofort. Ich glaube das auch. Wir gehen jetzt mal, weiter. Geht ihr eher in den Westen oder in den Süden? Süden. Okay, dann kommt ihr, als ihr an so ein paar unscheinbaren Wohnhäusern vorbeigelaufen seid, kommt ihr an einen Bauernhof, wo auch eine kleine Scheune steht und so 2 Häuser und dahinter sind mehrere Gehege, offene Tiergehege. Oh, guck mal, Tiere, schön. Komm, wir gehen mal da gucken. Hier ist vielleicht der Bauernhof, wo die Bäuerin alleine ist. Wahrscheinlich, den Tieren scheint es auch noch okay zu gehen. Ja, wir klopfen da jetzt einfach mal. Wir können ja mal mit ihr sprechen. Und ich gehe mal zu dem... Ist das nur ein Haus? Es sind 2 Häuser. Genau. Und ein Stall. Dann ich nehme mal das erste. Okay. Und du klopfst an und du hörst von drin, wie jemand von weit weg ruft. Ich komm gleich. Und jemand bewegt sich sehr langsam auf die Tür zu. Und dann geht sie auf und vor dir steht eine sehr alte Frau mit krummem Rücken und schaut so mit Zittern zu dir hoch. Ja? Ja, schönen guten Tag. Ich wollte einmal fragen, sind Sie die Bäuerin hier von dem Bauernhof? Ja, das ist mein Bauernhof. Ist wirklich sehr schön. Mein Freund und ich sind gerade hier vorbeigelaufen und haben uns wirklich gefragt, wem gehört dieser wunderschöne Bauernhof und konnten nicht umher, als an ihrer Tür zu klopfen. Ja, das ist meiner, aber lange wird er wohl nicht mehr so schön aussehen. Ich kann mich schließlich nicht mehr darum kümmern und mein Mann ist tot, wissen Sie, und der Schäfer ist jetzt auch tot und ich kann mich auch nicht um seine Schafe kümmern und was soll denn hier überhaupt alles sein? Und sie fängt ein bisschen an zu weinen. Oh, das tut mir sehr leid und niemand hilft mir. Ja. Was ist denn passiert? Vielleicht können wir ihnen helfen. Gibt's etwas? Kann man etwas reparieren hier? Sie können sich um die Tiere kümmern und den Bauernhof bestellen. Das ist natürlich eine große Aufgabe, aber ich könnte wieder etwas instand setzen.
Wir haben leider nicht so viel Bauernhoferfahrung, muss man dazu sagen. Aber ich habe einen Hammer. Wenn Sie möchten, könnte Werner Ihnen oder könnte mein Freund Ihnen bestimmt helfen, dabei etwas zu reparieren, und ich könnte Ihnen ein offenes Ohr schicken. Ja, aber eine Sache zu reparieren wird jetzt hier auch nicht, so helfen. Es ist einfach sowieso alles am Ende hier. Was ist denn überhaupt passiert? Ja, erst ist der Schäfer ermordet worden. Und nun auch noch mein Mann. Gott. Ja. Das ist ja schrecklich. Wann ist das geschehen? Es ist nicht mal einen Monat her. Oje. Und seitdem sind Sie ganz alleine hier. Seitdem bin ich ganz alleine. Und ich kann seitdem auch die Tiere nicht mehr füttern. Und gar nichts. Wir helfen Ihnen dabei, die Tiere zu füttern. Ja? Das wäre so nett. Ja. Im Stall findet ihr alles, was ihr braucht. Ist der offen? Oder brauchen wir einen Schlüssel? Nö. Und eine Frage noch, wem gehört das andere Haus? Das ist das Haus von Konstantin, unserem Schäfer. Wer ist Konstantin? Der Schäfer. Achso, Konstantin, unser Schäfer. Ich habe und seinem Schäfer verstanden. Ja. Ja, aber das Haus steht jetzt auch leer seit einem Monat. Okay. Wie sind denn die beiden verstorben? Mord. Mord? In diesem beschaulichen Dorf? Ja. Oh Gott. Mein Mann, wie genau? Jorik, ist erwürgt worden. Stellt euch das vor, nach einem scheinbar sehr turbulenten Kampf. Man fand ihn blutüberströmt und erwürgt. Oh je. Auf dem Feld. Aha. Auf welchem Feld? Dem hier auf dem Bauernhoffeld. Auf seinem eigenen Bauernhof. Ja. Können Sie sich das vorstellen? Nein, kaum. Das ist ja eins mit der Erde. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Und der Schäfer, was ist ihm passiert? Auch er wurde ermordet auf eine andere Art. Auf welche? Ihm wurden... Es ist zu grausam, Sie müssen es... Ich kann es nicht beschreiben. Ja, es ist zu... Junge Dame, nein. Das es ist so... Nicht. Wir verstehen. Jetzt kommen die ganzen Bilder wieder in meinen Kopf. Oh. Setzen Sie sich mal in Ihr Wohnstudio, machen Sie uns Tee und wir kommen in 20 Minuten dazu. Was, werden wir dort schon sehen, was welches Tier wo bekommt, ja? Also Futter. Ja. Okay. Wir kümmern uns drum. Die Kuh macht Mu und das Schwein macht Oink. Oink, ja. Mhm. Kriegen wir hin. Tschüss. Tschüss. So. Bis gleich. Und dann gehen wir los. Und ich sag so, Werner, das mit dem leeren Haus, das reizt mich ja jetzt schon, ne? Dass ich da mal meine Langfinger spielen lasse. Bitte im leeren Haus eines Toten. Wer weiß, was drin ist. Wer weiß, was drin ist. Vielleicht bringt's ja was. Das ist ja eine Seite, die habe ich heute bei dir noch nie so gesehen. Uiuiui. Naja, also so wenn, wenn so viel du Geld meinst, habe. Ja, das stimmt natürlich. Wir wurden gut bezahlt vom Captain. Also wenn du meinst, das könnte uns helfen, dann kann ich auch die Stallarbeit alleine machen. Und du? Einen Blick würde ich riskieren. Okay, aber sei vorsichtig. Nicht, dass du auch erwürgt wirst. Okay. Wir springen mal zu Amber und zu dem Eingesperrten, der zu dir hochschaut, als du die Treppe runterkommst. Ich stelle mich an die Gitterstäbe und sage... Hallo? Das wollte ich gerade sagen. Ich merke schon, wir verstehen uns blind. Bist du Herbert? Ja, obwohl ich lieber jemand anderes wäre. Oh Gott. Ja, ich war gerade in der Kneipe und habe mich dort mit dem Barkeeper unterhalten und der... hat mir gesagt, dass du hier gefangen gehalten wirst. Weißt du, ich bin seit ein paar Tagen hier im Dorf und hier gehen ja wirklich ziemlich seltsame Dinge vor. Und ich dachte, ich komme einfach mal bei dir vorbei. Du wirst offenbar gerade verdächtig, den Jorik umgebracht zu haben. Ja, das ist wohl die Situation. Sag mal, könntest du mir vielleicht ein bisschen was von dem Wasser da geben? Und er deutet in so eine Ecke, wo so eine Schüssel mit Wasser steht. Ja. Ich habe schon seit 2 Tagen nichts mehr bekommen. Ich gebe ihm die Schüssel Wasser. Mhm. Er trinkt das hastig aus. Und dankt dir. Hattest du eine Frage gestellt? Aber die hattest du schon beantwortet. Aber du hast es nicht getan, oder? Ich wünschte, ich könnte das mit Klarheit sagen, aber ehrlicherweise, in der Nacht... Ich erinnere mich an gar nichts. Ich bin ins Bett gegangen, wie die
beiden Nächte davor auch im Hotel, ganz normal. Und dann bin ich plötzlich im Wald aufgewacht. Ich hatte überall kleine Wunden an den Händen und Blut und offensichtlich auch Verletzungen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich muss schlafgewandelt sein. Und gleichzeitig ist dann auch der arme Jorik gestorben. Und ich... Keine Ahnung. Und die Dorfbewohner hier, sie stürzen sich natürlich sofort drauf, wenn hier jemand, den sie nicht kennen, und dann auch noch ein Mord passiert. Die Karten sehen sehr schlecht aus. Das ja, muss ich weißt wohl du, so einsehen. Wir wohnen auch gerade im Hotel. Und, weißt du, ich bin mit ein paar Freunden hier und einer meiner Freunde, dem ist das Gleiche passiert wie dir. Er ist morgens plötzlich im Wald aufgewacht. Neben ihm lag ein schwarzer Umhang und er hat keine Ahnung, wie er da hingekommen ist. Und naja, als mir der Barkeeper vorhin erzählt hat, dass dir das auch passiert ist, da war mir klar, dass irgendwas hier faul sein muss. Ja, das ist es wohl. Du kannst dich aber an nichts erinnern. Es ist nichts Seltsames passiert an dem Abend. Nein, ich bin einfach schlafen gegangen. Ich war noch, war noch in der Hotelbar kurz, aber ansonsten, ich meine, die Tage über war ich ziemlich beschäftigt, weil ich viel mit bei meinem Bruder war. Sie kennen vielleicht Hotte, den Holzfäller hier. Ja. Ja. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht kennengelernt, aber das ist ihr Bruder? Ja, genau, das ist mein Bruder und ich kam eigentlich nur hierher, ich komme ja nicht aus Fichtenberg, ich kam eigentlich nur hierher, um persönliche Angelegenheiten zu regeln und es ging ein bisschen heiß her, sag ich mal. Ich bin dann im Streit mit meinem Bruder auseinandergegangen und habe den letzten Tag eigentlich nur noch auf meinem Zimmer gesessen und ich habe wirklich auch nichts bemerkt. Ich habe auch kaum jemanden gesehen. Ich habe mich dann einfach schlafen gelegt und wie gesagt, am nächsten Morgen ist es dann geschehen. Darf ich fragen, in welchem Zimmer du geschlafen hast? Ja, ich glaube, das war das Zimmer 201. Und nachts an der Hotelbar, was hast du da getrunken? Nur Bier. Eins, das mir empfohlen wurde, hier ein lokales Bier. Warum genau wohnst du denn in dem Hotel eigentlich? Weil wir haben jetzt ja auch schon festgestellt, dass das Hotel keinen besonders guten Ruf hat. Und wenn dein Bruder hier aus diesem Dorf kommt, hätte er dich dann nicht gewarnt? Ja, es wurde schon gesagt, dass hier das Hotel, dass Leute da irgendwie Angst vor haben. Aber ich bin ja überhaupt nicht abergläubisch. Und ich habe auch eigentlich wenig Zeit nur gehabt. Ich hatte mir jetzt hier 2 Tage extra freigenommen, damit ich mit meinem Bruder die Angelegenheit, wie gesagt, klären kann. Wollte eigentlich dann auch relativ schnell wieder weg. Und dass dann tatsächlich die Morde vielleicht doch mit dem Hotel irgendwie zu tun haben, das wollte ich auch nicht wahrhaben, ehrlicherweise. Wer würde so eine Geschichte denn glauben? Ich meine, sie sind ja auch in dem Hotel und haben die Geschichten ja sicherlich auch gehört. Ja, in der Tat wurde in der ersten Nacht, als wir da geschlafen haben, eingebrochen und es wurden Dinge geklaut. Deswegen muss ich sagen, dieses Hotel kommt mir schon sehr, sehr verdächtig vor und seltsam. Ja, ich würde auch nicht nochmal eine Nacht drin verbringen. 0 von 5 Sterne auf Yelp. Ansonsten ist dir aber nichts Merkwürdiges aufgefallen, was du mir erzählen könntest, was mir vielleicht weiterhilft oder mir hilft, das Ganze hier zu verstehen? Nee. Okay. Gut, ich glaube, ich kann jetzt hier gerade nicht mehr aus dem herauskriegen. Ich hatte eigentlich diese Schüssel da ausgetrunken? Ja. Okay. Nee, ich habe auch nichts dabei, was ich ihm geben kann. Ich dachte, ich hätte noch Wasser oder so dabei. Okay. Ich sag zu ihm, Herbert, ich muss jetzt leider wieder hoch. Ich will auch nicht zu lange hier bleiben. Ich möchte ungern, dass man mich hier bei dir entdeckt. Außerdem ist ein Freund von mir gerade oben und ich werde aber versuchen, das hier alles aufzuklären und ich hoffe, dass dich das entlastet. Ja, ich weiß nicht, ob ihr da noch so viel Zeit habt. Ich habe das Gefühl, der Bürgermeister, der ist froh, wenn er überhaupt jemanden baumeln lassen kann, damit hier die Dorfbewohner zufrieden sind. Aber wenn es klappt, dann wäre es natürlich schon ganz nett. Halte durch. Und ich gehe die Treppe wieder hoch, also sehr langsam. Und Ray steht ja wahrscheinlich da gerade vor der Tür. Genau, Ray steht vor der Tür und hat jetzt gehört, wie
Es ging halt wirklich darum, dass sich der Wilhelm Herzberger vom Hotel hat sich sehr lange drüber ausgelassen, dass es ja echt nicht sein kann, dass der Bürgermeister nichts dagegen tut, dass das Hotel immer weiter in Verruf bekommt und Verruf kommt und dass halt alles, was irgendwie passiert, immer mit dem Hotel in Verbindung steht und der Bürgermeister sich nicht dafür einsetzt, dass hier die Bürger mal, dass den Bürgern der Rücken gestärkt wird und jetzt auch noch der Einbruch und dass er gefälligst ihm das alles wieder beschaffen soll. Da gab es halt so ein wildes Hin und Her und die sind jetzt gerade so in den letzten Zügen, Gesprächszügen. Mhm. Ray, meinst du, es ist schlau, jetzt da reinzugehen? Also, die beiden sollten wir jetzt, glaube ich, nicht stören, aber... Also, ich habe dir das ja wahrscheinlich erzählt, was ich gehört habe. Genau, würde ich auch sagen. Und du hast mir das ja auch erzählt. Luke, du hast gesagt, es gibt 5 Räume. Ich weiß nicht, ob ich die Raumanzahl gesagt habe. Ja, oder also du meinst, da ist ein Flur und von da gehen Räume ab. Es gehen 3 Türen ab. 3 Türen, okay. Genau, und eine steht halt offen, genau. Das ist die gegenüber von der Eingangstür. Also 4 Türen insgesamt, wenn man die Eingangstür mitzählt. Ray, willst du vielleicht mal gucken, ob die Tür da hinten abgeschlossen ist und ich nehme mir mal die hier vor? Mhm. Und ich würde mal auf 10 Spitzen dahin und versuchen, die Tür aufzumachen. Welche? Es sind 3 Türen, also 2? Ich stelle mir das jetzt so vor, wir stehen in einem Flur. Ich komme gerade aus dem Keller. Auf der linken Seite ist ein Raum, wo die Tür offen ist. Da steht Ray gerade vor und hat gelauscht. Genau, das ist die am weitesten dann von dir weg ist gerade. Weil die ist gegenüber von der Eingangstür. Du musst dir so vorstellen, ganz rechts ist die Eingangstür. Ja, aber ich stehe ja gerade bei Ray. Ja, genau, also aber ich versuche es ja trotzdem gerade zu beschreiben, wie der Grundriss ist. Also, wenn du dir das wie so einen Kasten vorstellst, wie ein Rechteck, dann hast du unten rechts die Eingangstür, gegenüber hast du die offene Tür und dann gibt's halt noch nach links 2 Türen auf der gegenüberliegenden Seite von der Eingangstür. Und ja, ich nehme die erste Tür auf der linken Seite. Genau, das ist dann, genau. Die geht auf. Also, es steht auch draußen Bürgermeister auf dem Schild übrigens dran. Okay. Und die Tür geht auf und du schaust auf einen Schreibtisch. Und in ein also relativ kleines Zimmer, das ziemlich voller Zeugs steht. Und in der linken Ecke steht ein Bett. Also scheint dort auch jemand drin zu wohnen. Und da gibt es aber halt auch einen Schreibtisch. Mhm. Ja. Und so einen kleinen Tisch, auf dem eine Teekanne steht. Also da scheint, das ist ein belebtes Zimmer. Ich würde kurz, schnell und leise, flink zu dem Schreibtisch gehen und schauen, ob da drauf irgendetwas liegt. Ja, auf dem Schreibtisch liegen halt irgendwelche Unterlagen, Verträge, die dir jetzt erstmal nicht so viel sagen, die auch nichts damit zu tun haben, scheinen. Aber als du die so ein bisschen hoch erhebst, entdeckst du darunter ein Buch mit dem Titel Deutschlands seltene Pflanzen. Ui. Mhm. Okay, ich nehme das Buch und würde das mal aufschlagen. Kann ich da, also nach was sind da die Pflanzen sortiert? Alphabetisch. Ja, ich würde das Buch mal so quasi durch, wie sagt man das, die Seiten so durchblättern schnell und gucken, ob ich da die Pflanze sehe, die Idelia und ich in der Nacht auf der Wiese gesehen haben. Also es ist ein dickes Buch und beim schnellen Durchblättern siehst du halt viel Text und Zeichnung von Pflanzen. Dir fällt außerdem auch auf, dass sehr viel rumgekritzelt wurde in dem Buch. Also zu fast jeder Pflanze gibt es irgendwie weitere Anmerkungen mit reingeklebte Zettel. Es liegen auch ganz viel lose Zettel drin mit handschriftlichen Anmerkungen. Also es wirkt so ein bisschen so, als hätte irgendein Pflanzenkenner da noch weitere Informationen sich zu den einzelnen Pflanzen gemacht. Es ist aber ein dickes Buch und jetzt so beim schnellen Durchblättern findest du jetzt nicht auf Anhieb die Pflanze, die du suchst. Okay. Ich würde das Buch gerne mitnehmen. Okay, du schaffst es, das Buch so irgendwie in deinen Klamotten zu verstecken, dass man es nicht entdeckt. Würfel doch bitte auch nochmal auf Wahrnehmung, wo du schon im Zimmer drin bist. Ja, wo ich ganz schnell wieder raus wollte. Amber sieht sich noch einmal im Zimmer des Bürgermeisters um. 10-14. Dir fällt außerdem noch auf, dass die Fenster, also es gibt ein Fenster und da ist ein Gitter vor. Also es ist vergittert. Und beim Rausgehen fällt dir auch noch auf, dass die Tür mit 3-fach Schlössern gesichert ist. Was du jetzt erstmal für nicht sonderlich normal hältst. Der Bürgermeister scheint paranoid zu sein. Ja. Okay. Und dann schließt du die Tür wieder?
Ja, und ich glaube, Ray hat sich ja in der Zwischenzeit das andere Zimmer angeguckt. Ach so. Genau. Das war ist verschlossen übrigens. Ach. Ja. Okay, dann hat er sich nichts angeguckt. Die Tür ist verschlossen, aber an der da steht so ein kleines Schild auch an der Tür, da steht Frank drauf. Okay. Frank, der Alkoholiker. Ach ja, ne? War das der? Ich glaube schon, ja. Der sollte sich an der Hotelbar befinden, aber mal sehen, ob wir den noch treffen. Aha, er hat also kein Alibi. Und also die, ihr hört, dass in dem Raum jetzt Aufbruchsstimmung ist. Da werden Stühle gerückt, also eventuell wird gleich der Raum verlassen werden und euch jemand auf euch stoßen. Okay, ich würde mich schnell quasi positionieren, so an der Tür, also an der Tür, wo wir reingekommen sind. Mhm. Und würde die Tür vorsichtig öffnen und ich flüstere, Ray, komm schnell her. Damit, wenn die gleich aus dem Büro kommen, es so aussieht, als würden wir gerade erst reinkommen. Okay. Und als ihr euch positioniert habt, kommen drei Personen aus dem Raum raus. Und ihr erkennt natürlich sofort Wilhelm, der zu einer zweiten Person, die einen dunkelbraunen Anzug trägt, sagt, ja, dann hoffe ich, dass sie ja auch ihr Versprechen mal wahrmachen und endlich mal Besserung bringen uns hier. Ja, ja, das werde ich. Machen Sie sich da gar keine Sorgen. Wir werden schon sehen, bald wird der Richtige verurteilt sein und dann geht's hier wieder bergauf, sage ich Ihnen. Und die beiden geben sich einen Handschlag und Wilhelm geht einen Schritt auf die Tür zu und sieht euch dann. Oh, wenn das nicht unsere Gäste sind, was führt euch denn hierher? Hallo Wilhelm. Guten Tag. Hallo. Wir schauen uns gerade einfach hier ein bisschen dieses schöne Dorf an und Frieda hat uns gesagt, dass sie hier gerade beim Bürgermeister sind und da dachten wir, wir kommen einfach mal vorbei. Ja, ich hatte hier ein paar Angelegenheiten zu regeln. Hier ist übrigens unser Bürgermeister Bert. Ja, hallo, ich bin Bert, der Bürgermeister hier von Fichtenberg. Tag. Guten Tag, er gibt euch die Hand. Bert. Angenehm, und das hier Ray, ist mein Berater Frank. Und er zeigt auf die Person. Mighty Ray, mein Name. und er zeigt okay, auf die geil. Dritte Person, die noch dahinter steht. Das ist Frank, mein persönlicher Berater. Ah, Frank, ja. Von Ihnen hat uns der Barkeeper in der Kneipe eben schon viel erzählt. Ja. Okay, was hat er denn über. Nee, Quatsch, warte. was hat der denn über mich erzählt? Guten Tag. Ich wüsste nicht, was für Geschichten es über mich geben sollte. Natürlich, naja, Frank, wir wissen doch alle, dass du gerne mal einen über den Durst trinkst. Das ist ja nun wirklich da kein Geheimnis. Da kenne ich auch rein. Und ich hau Ray auf den Rücken. Ja, der Werner, der trinkt immer relativ viel. Naja. Ich werde dann jetzt mal mich meinen Aufgaben hingeben. Ich habe auch noch zu tun. Hier wird ja bald eine Hängung geben. Bert, der Bürgermeister, ich falle jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus. Wie Wilhelm ja bestimmt erzählt hat, gab es gestern einen Einbruch in dem Hotel und ich muss sagen, das beunruhigt mich wirklich sehr. Ja, da brauchen Sie sich gar keine Sorgen zu machen, das haben wir alles im Griff. Doch, da ich mach mir schon wir Sorgen. Wir haben schon Bedenken. Es wurden gestern ja der Kaufvertrag und die Blaupausen des Hotels entwendet. Sagen Sie, Sie haben hier nicht zufällig irgendein Archiv, in dem Sie eine Kopie der Blaupausen haben? Leider nicht. Das stammt, wissen Sie, noch aus Zeiten, wo das nicht zentral gesammelt wurde. Darum ist es wirklich sehr schade, dass die nun weg sind. Auch keine Unterlagen von irgendwelchen genehmigten Umbauten am Gebäude oder sonstigen? Nee, diese Genehmigungen, die werden erst seit 2 Jahren benötigt. Ach Mensch, das ist ja schade. Okay, ja, das ist blöd. Ja gut, dann würde ich mich Wilhelm anschließen. Mhm. Oder würden wir uns Wilhelm anschließen, wenn der geht? Ja, Mr. Bert, eine Frage hätte ich noch. Sie haben von einer Hängung gesprochen. Sie meinen da doch nicht den Herbert, den guten. Herbert und Mr. Bert. Mein bester Freund. Herbert und Herbert finde ich herrlich. Ja. Sie können mich auch Bert Bauhäuser nennen, so heiße ich nämlich mit vollem Namen. Wenn Ihnen das lieber ist. Ja, wenn wir ihn des Mordes überführen, dann werden wir ihn natürlich fachgerecht vor dem Rathaus baumeln lassen.
Das ist gut fürs Geschäft. Aber das hat doch noch einen Moment Zeit, oder? Also. Wir sind natürlich noch mitten in den Ermittlungen. Verstehe, verstehe. Na dann. Einen schönen Tag wünsche ich. Viel Freude in unserem beschaulichten Fichtenberg. Vielen Dank, vielen Dank. Ihnen auch. Und Frank und der Bürgermeister gehen auf ihre Zimmer. Und Wilhelm verlässt das Rathaus. Mhm. Ja, wir gehen mit, ne? Also Wilhelm geht jetzt auf jeden Fall wieder zum Hotel. Ray, gibt's noch... Warte mal, ich guck mal kurz hier auf diese Hotelkarte. Wir können ja derweil zum Bauernhof springen. Ja, genau. Ist gut. Adelia, du hattest keine Probleme, die einzubrechen in das Haus des Schäfers. Findest aber keine spannenden Gegenstände. Du findest halt tatsächlich ein bisschen versteckte Ersparnisse. Ja, die nehme ich mit. Alles deutsche Mark natürlich. Ich weiß ehrlicherweise, ob es im 19. Jahrhundert schon Mark gab, aber... deutsche Taler. Aber da auch alles mit Schilling bezahlt und so. Warum hat der Mark? Ja, das ist Deutschland. Haben wir da noch nichts bezahlt? Doch, das Hotel zum Beispiel. Ja, die nehmen Schillinge, aber die verwenden selber Mark. So. Okay. Ja, aber du findest halt, also es war halt auch eine echt arme Person, außer irgendwie mal eine geschnitzte Figur oder so, gibt es da nichts zu holen. Wie viel Mark habe ich mir eingesteckt? 35 Mark. Gut, dann gehe ich wieder raus und gehe zu Werner in die Scheune. Also Werner läuft da gerade hin und her und schleppt irgendwelche Nahrungsmittel in die Gehege. Also Werner hier in dem Haus war absolut gar nichts. Ich habe mir ein bisschen deutsche Mark eingesteckt, ne? Der braucht die doch gar nicht mehr. Mensch, oh, das ist mir unangenehm. Komm, jetzt sei doch nicht so. Der braucht das nicht mehr. Wir brauchen das viel dringender. Ich sag dir, wird uns noch helfen. Ja, dass wir deutsche Mark haben. Genau, was machst du hier so? Naja, also siehst du, da hinten sind ja die Gehege und ich habe hier diese Säcke mit Heu und Stroh gefunden und Korn, das gute Korn. Und das wollte ich jetzt da reinschmeißen. Damit die Tiere was Mittagessen. Ich würde mich gerne einmal in der Scheune einmal umsehen, was da sonst noch so ist. Eine ganz normale Scheune. Nichts Verdächtiges zu sehen. Ja gut, dann ich helfe dir, ne? Ja, dann schnapp ich mir auch so einen Sack und fütter die Weine. Okay. Die Bäuerin, die das heißt, ihr unterstützt die Bäuerin noch etwas, das finde ich sehr nett. Aber dann gehen wir lieber wieder zurück. Ich hoffe, die zeigt sich erkenntlich. Ja, dann gehen wir nochmal wieder zurück zu den anderen beiden Richtungen. Meinst du mich oder was? Ja. Amber und Ray, meine ich. Ja, was können wir denn noch? Was haben wir denn jetzt herausgefunden? Ja, der Einzige, der jetzt bleibt, ist natürlich noch Hotte der Holzfäller, ne? Habe ich auch schon gedacht. Ob der uns was Interessantes sagen kann? Ja. Was war eigentlich nochmal die Sache, die Herbert hier erledigen musste? Oder hat er Ach so, warte mal kurz. Ist gerade Wilhelm noch bei uns? Also ihr steht jetzt eigentlich noch mit Wilhelm zusammen. Aber also er geht jetzt eigentlich weiter, wenn ihr ihn nicht aufhaltet. Er hat euch einen schönen Tag gewünscht. Wir halten ihn nicht auf. Okay, dann geht er in Richtung Hotel. Sorry, was wolltest du sagen, Ray? Was der Grund war, warum Herbert hier überhaupt war, hatte er das gesagt oder hat er nur gesagt, er musste irgendwas erledigen? Er hat gesagt, er musste familiäre Angelegenheiten klären. Gut. Also wir können jetzt nochmal zu Hotte gehen. Ja, eigentlich würde ich auch gerne nochmal in das Buch gucken, aber das ist jetzt vielleicht, also wenn es so dick ist, dann kann ich das jetzt ja nicht mehr eben so machen. Können wir dann einfach jetzt zu dem Haus hingehen, wo der wohnt? Wir wissen ja nicht, wo der wohnt, ne? Nö. Ihr könntet mir sagen, wo ihr hingeht. Achso, in welche Richtung? Ich möchte Wilhelm hinterherlaufen und ihn nochmal kurz anhalten. Ja, was gibt's denn? Herr Herzberger, ich hätte nochmal kurz eine Frage. Ja, können klar. Sie mir sagen, wo Hotte der Holzfäller wohnt? Hotte, der alte Holzfäller da. Das ist ein guter Typ. Der wohnt direkt da im Wald. Bei diesem Holzhackding. Im Westen, ganz im Westen im Wald da. Überm Rathaus. Okay. Alles, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, dann können wir da jetzt auch hin. Okay, dann gehen wir zu Hoddle. Ray, wäre es für dich in Ordnung, wenn du kurz bei dem Holzfäller klopfst und ich würde mich hier kurz auf den Holzhackbaum setzen und einmal das Buch anschauen? Ja, ich kann ihn auch alleine besuchen. Okay. Hast du da was Interessantes zu lesen in der Zwischenzeit? Ja, ich habe hier so ein kleines Buch mitgehen lassen vom Bürgermeister. Und das lautet... Deutschlands seltene Pflanzen. Und ich habe dir doch erzählt von diesen Blumen, die Adelia und ich gefunden haben. Und ich habe irgendwie so das Gefühl,
dass das was mit denen auf sich hat. Und ich würde jetzt hier gerne mal reingucken, ob das vielleicht am Ende nicht sogar irgendeine Droge ist oder so, mit der hier Leute betäubt werden und dann in den Wald geworfen. Während Amber konzentriert das Buch mit den Pflanzen studiert, begibt sich Ray zur Tür der kleinen Hütte, in der der Holzfäller wohnen soll. Na dann sitzt Amber auf dem Baumstumpf, und Ray klopft an die Tür und eine Person, Ray, von deiner Statur öffnet die Tür und ich würde sagen noch etwas dicker, aber auch sehr kräftig, voller Bart und buschige Augenbrauen und er guckt zu dir und sagt, ja, guten Tag, werter Herr, spreche ich mit dem Holzfäller des Dorfes? Ja, genau, ich bin Hotte, der Holzfäller. Angenehm, angenehm, ich bin ein Gast im Hotel des Dorfes auf dem Berg da oben. Oh, mein Beileid. Ja, naja, es geht, es geht. Sagen Sie, wie geht's Ihnen denn so in den letzten Tagen? Ich habe gehört, hier ist einiges passiert. Ja, also, ich bin natürlich ein bisschen, mir geht's so mittelmäßig, muss ich sagen. Wollen Sie reinkommen auf einen Tee? Ach, gerne, gerne. Vielleicht könnten Sie auch einen kleinen Schuss Rum in den Tee machen. Ja, da habe ich bestimmt was da. Kommen Sie mal rein. Und er bittet dich reinzukommen, schließt die Tür hinter dir und du kommst in so eine kleine, wirklich lütte Hütte. mit so einem kleinen Kamin und ein kleiner Tisch, an dem man sitzen kann. Und er wohnt da scheinbar alleine, ein kleines Einzelbett. Und was besonders auffällig ist, ist, überall sind Pflanzen. Also Hängepflanzen, Töpfe voller unterschiedlicher Gewächse. Und natürlich ein riesiger Haufen an Holzscheiten, die an der Seite aufgestapelt sind. Ja, ich habe mir gerade einen Tee gemacht und hier, bitteschön. Ich guck mal, ob ich auch noch einen Schluck Rum da habe. Ja, das wäre nett. Sie scheinen sich ja sehr für Pflanzen zu interessieren, wie ich sehe. Ja, das habe ich ein bisschen von meiner Mutter geerbt. Die ist Botanikerin gewesen und bin zwar nicht ganz so klug wie sie, darum bin ich immer ein Holzfäller. Da kann ich wenigstens Pflanzen sehen. Ja, hat die auch hier im Dorf gewohnt, ihre Mutter? Die wohnt leider nicht hier, die wohnt woanders. Eigentlich meine ganze Familie wohnt nicht hier in Fichtenberg. Ach so, na gut. Naja, da kommen wir vielleicht später noch zurück. Ich besuche sie eigentlich wegen einem anderen Grund. Ja, Wir haben, oder ich habe gehört, dass ihr Bruder Herbert auch im Dorf ist und sich gerade in einer misslichen Lage befindet. Ach Herbert, du, da muss ich sagen, das gönne ich dem auch. Ach, ja. Wie kommt das dazu? Der hat mich so hintergangen. Die haben, soll ich dir sagen, was da passiert ist? Ja, die gerne, haben, erzähl mir mal. Ich kann mich nicht genug darüber aufregen. Meine arme Mutter, sie verstarb vor einem halben Jahr. Und meine Brüder haben mich komplett vergessen. Sie haben mir nicht einmal Bescheid gesagt und haben sich das ganze Erbe eingesackt. Ist das denn zu glauben? Und jetzt kommt hier der Herbert vorbei und glaubt, weil er mir hier einen kleinen Sack mit ein bisschen Geld vorbeibringt als Entschädigung, ist wieder alles gut. Das glaube ich ja wohl kaum. Ja, nee, das klingt wirklich ungerecht. Und also das war also der Grund seines Besuches? Genau. Erstmal überbringt er mir diese Nachricht, von der ich gar nichts wusste, und dann auch noch dieses lächerliche Säckchen mit Geld hier. Und er hat da so einen kleinen Beutel Geld, den tritt er so ein Stück zur Seite. Das kann mir gestohlen bleiben. Und das Einzige, was ich besaß, was mich an meine Mutter erinnert hat, ist mir jetzt auch geklaut worden vor wenigen Tagen. Ach, was war denn das? Ein Buch. Ein Buch über Pflanzen. Mensch, ein Buch. Das Einzige, was mich noch an sie erinnert hat. Interessant, interessant. Das wurde ihnen also hier aus dem Haus geklaut, oder wie? Ja, es war plötzlich nicht mehr da. Ist jetzt schon ein paar Wochen zwar her, glaube ich. Weiß nicht, was ich gerade gesagt habe für eine Zeit. Bisschen ist das schon her, aber... Ja, naja. Ach, darum bin ich eigentlich, geht's mir schlecht, aber ansonsten geht's ganz gut. Das klingt wirklich nicht so gut. Also, das kann ich verstehen, dass Sie nicht so gut drauf sind. Sagen Sie, wissen Sie irgendwas zu dem Vorfall, der Herbert, der ins Gefängnis gebracht hat? Nö, gar nichts. Aber ich kenne meinen Bruder auch nicht wirklich und darum...
wenn er ein Mörder ist, dann ist das halt so. Hm. Ja, na gut, das kann natürlich sein, da möchte ich kein Urteil fällen an diesem Zeitpunkt. Eine letzte Frage hätte ich noch an Sie. Sagen Sie, wissen Sie irgendwas über leuchtende Pflanzen, die hier in der Gegend wachsen sollen? Ja, also ich meine, jeder kennt ja den blauen Mondschein, der hinter dem Hotel wächst. Den meinen Sie ja sicherlich. Ja, genau, der ist uns aufgefallen. Das ist also eine bekannte Pflanze. Das ist eine total unbekannte Pflanze. Ich habe noch keinen Ort gesehen auf der Welt, wo er... Ja, also hier im Dorf bekannt, aber ich bin der Meinung, dass außer hier im Dorf diese Pflanze nirgendwo wächst. Aha. Und können Sie mir irgendwas über diese Pflanze sagen? Also das ist ja sehr interessant, dass die so leuchtet im Dunkeln. Ja, also genau. Sobald es dunkel draußen wird, fängt die an zu leuchten. Und also ansonsten hat die Blume eigentlich nichts Besonderes, soweit ich weiß. Die wird hier halt eigentlich nur benutzt, um die Häuser zu schmücken. Mhm. Sehr interessant, sehr interessant. Aber wenn ich mein Buch hätte, dann könnte ich sicherlich da drin noch viel mehr rausfinden, aber das wurde mir ja geklaut. Ja, also das ist wirklich, wirklich schlimm. Sagen Sie mal, mir fällt gerade ein, ich habe noch was anderes zu tun und außerdem sitzt da draußen noch meine Bekannte auf dem Holzstück, die wartet auf mich, also... Okay. werde ich jetzt mal gehen. Ja, okay, dann danke für den Besuch. Es hat echt gut getan, sich mal aussprechen zu dürfen hier. Ich danke auch. Und dieses Buch, das weg ist, das taucht schon wieder auf. Vielleicht gar nicht so bald. in so langer Zeit. Also tschüss. Ja, okay. Dann gehe ich zu Ember. Er winkt dir noch so ein Stück hinterher und dann macht er die Tür zu. Ember, ich habe interessante Informationen von Hotte bekommen. Also einerseits scheint das sein Buch zu sein, was du da gerade liest. Oh. Also das ist meine Vermutung. Ihm wurde nämlich ein Buch über Pflanzen gestohlen vor kurzem und vielleicht ist es dieses Buch. Also es ist natürlich nur eine Vermutung, aber es könnte gut sein. Mhm. Außerdem hat er mir erzählt, dass diese Pflanze der blaue Mondschein ist und nur hier im Dorf wächst. Mhm. Und da hat er noch so ein bisschen über seinen Bruder, dass der ganz schlimmer Finger ist und ihm das Erbe quasi gestohlen hat, aber das ist vielleicht für uns jetzt erstmal nicht so wichtig. Aber ja, hast du was denn herausgefunden über diese Pflanze? Sonst meinte Hotte auch, dass er selbst in dem Buch wahrscheinlich auch Wissen für uns finden könnte. Also können wir ihm das vielleicht auch geben, aber vielleicht hast du ja auch schon was herausgefunden. Also du hattest ja jetzt ein bisschen Zeit. Ja. Moment, Entschuldigung. Verdauer erstmal deinen Keks, mein Junge. Genau, also du hast was über den blauen Mondschein tatsächlich gefunden. Und zwar auch eine Zeichnung davon, daran erkennst du es auch wieder und heißt auch blauer Mondschein. Es wird dort auch geschrieben, dass es bisher tatsächlich nur in Fichtenberg entdeckt wurde, aber dort halt blüht und wächst wie, naja, wie Unkraut nicht, aber halt dort sehr stark wächst. Genau. Und dass man nicht genau weiß, also es ist nach aktuellem Wissensstand noch nicht klar, was dieses Leuchten hervorbringt. Und viel mehr steht eigentlich auch gar nicht dazu, nur in den zusätzlichen Notizen ist handschriftlich noch einiges geschrieben. Ja. Die Schrift ist aber sehr unleserlich und du kannst alleine nur die Worte zerstampft und Salz herausfiltern aus diesen Heilige Maria! Okay. Während Adelia und Werner der alten Dame auf dem Bauernhof aushelfen, konnten Amber und Ray schon einige Informationen sammeln. Doch reichen diese Informationen aus, um sich aus all den komischen Vorkommnissen einen Reim zu machen? Herbert und Hotte sind aus familiären Gründen zerstritten. Hotte scheint sich mit Pflanzen auszukennen, während Herbert kaum Informationen zu seiner aktuellen Lage hat. Das Hotel ist im ganzen Dorf in Verruf geraten, besonders beim Besitzer des Wirtshauses. Doch warum sind es vornehmlich Gäste des Hotels, die in der Nacht plötzlich im Wald erwachen? Ist es etwas, was sich im Hotel abspielt? Oder jemand, der dem Ruf des Hotels schaden möchte? Warum hat es den Schäfer und den Bauern erwischt? Und welche Rolle spielt das Salz im Zusammenspiel mit dem mysteriösen blauen Mondschein? Und wer hat die Blaupausen des Hotels entwendet? Möglicherweise stehen unsere Helden schon kurz vor der Lösung des Problems. Doch mit jedem weiteren Schritt begeben sie sich auch immer weiter in Gefahr. Schaltet nächsten Monat wieder ein, wenn es zum Showdown in Fichtenberg kommt.
Es wird spektakulär. Versprochen. Und da ist wieder eine Folge Brooks Vermächtnis zu Ende gegangen. Eigentlich schade, aber jetzt ist die Vorfreude umso größer herauszufinden, was nächsten Monat, wenn sich alles in Fichtenberg auflöst und erklärt, was dann eigentlich passieren wird, wenn alles zum Showdown kommt. Freut euch also schon mal da drauf. Ich bin nochmal hier, um euch zu erinnern an unsere Vorschläge für unseren Geburtstags-Livestream. Denkt dran, brooks-vermächtnis.de/Tagebuch. Dort findet ihr den Link zur Umfrage oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen werden wir natürlich die Links posten. Facebook, Twitter, Instagram sind wir als @brookspodcast vertreten oder natürlich in den Shownotes, wenn ihr nicht auf Spotify hört. Genau, dort reicht gerne fleißig Vorschläge ein. Es gibt keine Begrenzung. Ihr könnt so viele Vorschläge einreichen, wie ihr wollt. Unsere Umfrage vom letzten Monat, da muss ich einmal wirklich Danke sagen an alle, die mitgemacht haben. Wir haben so viele Rückmeldungen bekommen. Toll, ganz viel Lob, aber auch ganz viel tolle Verbesserungsvorschläge, auch gute Kritik. Einfach, das ist sehr, sehr wertvoll für uns. Ich werde da sicherlich auch irgendwann nochmal ein bisschen drauf eingehen, was wir da so bekommen haben. Aber eine der Sachen ist zum Beispiel, dass ihr euch Livestream und Ungeschnittenes wollt. Und da reagieren wir jetzt zum Beispiel schon drauf mit unserem Livestream. Und sicherlich wird es auch noch die ein oder andere. Also was die Zukunft von Brooks Vermächtnis angeht, wird uns das sehr, sehr weiterhelfen. Und wirklich, es ist Wahnsinn, wie viele Leute mitgemacht haben. Unglaublich. Das hat uns alle sehr, sehr, sehr gefreut und wir haben unglaublich gerne euer Feedback gelesen. Das war wirklich super. Die Umfrage für die Leute, die sie noch nicht mitgemacht haben, ist noch bis diesen Freitag, also bis zum, lass mich kurz in meinen Kalender schauen, bis zum 7.8. ist die Umfrage noch live und dann schalten wir sie ab. Ihr habt also jetzt noch die Möglichkeit teilzunehmen, falls es noch nicht geschehen ist. Aber ansonsten vielen Dank schon mal für euch, an alle, die mitgemacht haben. Vielen Dank an Anna, die dieses Mal Sounddesign gemacht hat. Und ansonsten sage ich, wir hören uns nächsten Monat wieder. Übrigens, Brooks Vermächtnis erscheint immer am ersten Montag des Monats. Es gibt die Folgen erscheinen schon nach einem geordneten Rhythmus. Das scheint gar nicht allen so klar zu sein, wie mir in der Umfrage deutlich geworden ist. Immer der erste Montag im Monat ist Brooks Vermächtnis Day. Und auch da wird es dann nächsten Monat wieder eine neue Folge geben. So, dann habt einen schönen Monat und wir hören uns im September wieder. Ciao!